Hallo und willkommen zu meiner ersten Folge von Hand of Fate. Ja, das Spiel wollte ich eigentlich schon lange mal haben. Es ist so eine Art Kartenspiel und Rollenspiel oder irgendwie so zusammen. Und das wollte normalerweise 20 Euro kosten, aber jetzt im Sommer Sale von Steam kostet es nur noch 5 Euro und da habe ich jetzt mal zugeschlagen. Ja, Ahnung habe ich jetzt von dem Spiel keins, also wir fangen jetzt hier direkt von vorne an. Ah. One more for the game. Come, sit. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn. Back so soon? I knew you would not falter. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. The game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Here is the first member of my court, the Jack of Dust. 12 in all must fall before you may challenge me. Okay, also vielleicht ist das jetzt mein erster Gegner. Cards fall where they may. We begin. So, was wähle deine nächste Karte? Okay, ich kann jetzt nur die eine Karte anwählen. I was never a fan of illusion or pretense. Here I'll make an exception. Okay. Ah, okay, jetzt muss man das da oben lesen. Ah, jetzt dachte ich mir schon. Ja. Gebt man einfach ein bisschen Brot. Hier eine Ausrüstungskarte. Mhm. Okay, jetzt habe ich erstmal ein Schwert bekommen. So, dann muss man die Q-Taste drücken. Also denke ich schon, dass wir dann irgendwann auch richtig kämpfen müssen. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Fair Merith. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Ja, was machen wir denn? Leben, Vorräte oder Gold? Na, Gold ist jetzt erstmal unwichtig. Ach, ich sehe gerade, hier habe ich Gesundheit. Operationen, ja. Mal sehen, was das ist. Und hier scheint Gold zu sein. Aber ich denke mal, ich werde ein längeres Leben nehmen. So. Okay, schauen wir mal. A little extra health. But it is only a momentary respite. Ah, okay.
That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is nothing like it. Na, die holen wir uns natürlich. Choose from these options. Oh, Gott sei Dank. Ah, okay. Schwert und Schild. Linke Maustaste. Alles klar. Vorher hatte ich die rostige Axt. Aha. Schwert ausrüsten. A moment to savor. That will make you much more effective. Bound once more, seeking the heart of it all. So, du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Nimm die Treppe. Hier eine Spinne. So, jetzt weiter. You're on the final floor of our simple map. Your opponent waits here for you. Find him. If you defeat me, well, it is early to be talking about victories and losses. Let us see what you're made of. What did you think would happen with a card called Ambush, eh? So, und jetzt? Ziehe eine Monsterkarte. Aha. Ich glaube, jetzt geht's los. You can now counter your opponent's attacks. Hit the counter button when you see the flashing indicator. Das war noch nicht so das Gelbe vom Ei. Wieder Glück gehabt. I'm sure you are grateful for that. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil man kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig schauen, was die Karten können. Was ist denn das hier? Damokles. Schild. Schild haben wir ja. Eine Waffe haben wir eigentlich auch. Wenn er. A classical approach to dealing with crowds. Drücke während des Kampfes 2, um Messer in 8 Himmelsrichtungen zu werfen. Kann ich noch wechseln? Lass es mich zurück machen. Ah, okay. A peasant's weapon, but effective nonetheless. Jetzt habe ich doch 23, also das ist auch ne, so schlecht. So, mach zurück. Kann ich das hier irgendwie auswählen, was ich habe? Ja, nee, das hat auch schon. Are you a woodsman turned warrior now? So.
I cannot expect you to get by without some protection. Nee, das ist ja Quatsch. Ich denke, ich werde mal das. A knife for all and mercy for none. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. Na du, die Gesundheit ist auch noch nicht voll. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. Hier eine Münsterkarte. Es geht schon wieder los. Jetzt haben wir dann jetzt 2. Ich denke mal, jetzt sind es 2 Gegner. Na gut. Ah, das war's. Hat die Sonne. Naja, es war auf jeden Fall schon etwas besser. 3 Gewinnkarten. The most fundamental symbol of might for an age. Ja, das Schwert habe ich doch schon. Really? Is that what you're going to do? A strong left arm is as important as a strong right arm, after all. Hab ich doch schon. Gibt's hier Unterschiede? Ich kann keinen erkennen. Abwehren, Konter, Abwehren, Konter. So. Und die nächste Karte. Was reißen da Felsenflicker? Was? Kesselflicker. If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now, the back and forth between resources and rewards. You can always review your cards here. So, Inventar. Okay, also hier kann ich mich ausrüsten. Okay. Drücke linke Maustaste und wenn ja nicht ein erster Leser, ja. Achso, ich kann hier mehrere Waffen reinmachen. So, wo sind meine ganzen Waffen? Ich habe jetzt nur das Schwert. Da haben wir noch nichts. Flüche. Here is all you have gained. Okay, also kann man ja noch irgendwas verbessern. Geht nix. So, Gegenstand. Kaufen. Heilende Haube. Tja, kein Geld. A small aid to navigation, but still. So, hier meine Axt mit 25 Schaden. Ja, auf jeden Fall jetzt mehr als ich hätte. Und klein noch eine.
Also vom Geld her würde es ja gehen. So, jetzt muss man mal schauen. Kann ich eine zurück? Nichts verkaufen? Aha, hier haben wir das doppelte Zeug. So. 22 Schaden. Auch 23. Okay. Gegenstand verkaufen. Wie mache ich das? Ah. So ein Schild haben wir hier noch auch doppelt. Ja, sind wir trotzdem erstmal 17. So, den Rest brauchen wir. Ration brauchen wir denn? So, die heilende Haube kriegen wir denn? Das macht doch auch 20, ne? Ja. An item that tells you how to move quickly, but tempts you to take your time. Ja, ich denke, ich werde mir jetzt einfach mal die Axt verkaufen. Okay, Axt ausrüsten. Interesting choice. Okay. Jetzt müsste ich aber Waffen. Achso, ich kann jetzt hier drei Waffen reinmachen. Die sind immer ausgerüstet. Und hier kann ich die anderen Sachen wahrscheinlich reintun. Okay. Laden verlassen. You have reached my first champion. A good man, driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. So. Das ist jetzt quasi vorerst das Stärkste, so wie das ist. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Das ist quasi meine Belohnung hier. Tja, versuchen wir es. 4 Gegner. Fünf. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counterattack. Schon wieder auf die Seite. Ah, ich muss mal kämpfen. Hey. Ah, ich schaff's nicht mit dem Kopf. Jetzt. Down into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Few fall at the first hurdle, none reach the last. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. Das ist cool, jetzt habe ich noch 11 Gegner. Gegner sein. Genau wie der.
Überangriff. Shall we deal again? Ah, okay, jetzt geht's weiter. Ja, ich denke mal, die ganze Ausrüsterei und so werde ich dann in der nächsten Folge machen. Weil es scheint recht interessant zu sein, das Spiel. Also ich find's echt spannend. Dann mache ich auf jeden Fall nochmal eine Runde weiter. Okay, dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zur nächsten Folge. Ciao!